Jetzt habe ich endlich den richtigen gefunden. Und es ist wieder der falsche. Liebe Leute, Muster- und Triggerbearbeitung ist ein Riesenthema bei mir in der Praxis. Und immer wieder kommen Menschen zu mir, die sagen, es passiert ihnen ununterbrochen, dass sie sich irgendwie wieder in denselben Situationen befinden, an denen sie eigentlich schon wahnsinnig lange gearbeitet haben. Egal ob mit Therapeuten, mit Coaches, mit sich selber. Das Internet ist ja mittlerweile voll mit Selbsthilfemaßnahmen. Und trotzdem landen sie immer wieder an dem Punkt, wo sie sagen, verdammt, jetzt bin ich schon wieder da. Wie ist denn das passiert? Na? Kennst du das? Passiert dir das? Ich komme vor allem in zwei Situationen in Kontakt mit solchen Themen. Zum einen, wenn ich Menschen nach narzisstischen, toxischen Beziehungen begleite und sie sich auf eine neue Beziehung einlassen wollen und merken, dass da unglaublich viele Triggerpunkte kommen, mit denen sie sich einfach total überfordert fühlen und wo sie sagen, jetzt habe ich so viel gearbeitet an mir und so hart gemacht und trotzdem bringt sogar ein guter Partner, eine gute Partnerin in mir irgendwie das böseste Misstrauen hervor und die ärgsten Reaktionen, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann. Situation Nummer eins. Situation Nummer zwei ist, wenn ich mit Menschen in einer Kennenlernphase arbeite und sie mir erzählen, dass sie schon wissen, dass sie zum Beispiel immer wieder auf die Bad Guys stehen oder immer wieder auf Menschen stehen, die ganz viel Hilfe brauchen, ihr Leben zu organisieren, dass sie zum Beispiel immer wieder auf Partner stoßen mit einer Suchtthematik und. Wo sie sagen, ich verstehe es nicht, ich habe so oft daran gearbeitet, ich habe meine Kindheit aufgearbeitet, ich war 3 Jahre lang in Therapie und trotzdem sitze ich wieder mit jemandem da, der im Grunde genommen alle diese Strings pullt, also alle diese Knöpfe drückt, ja, die mich wieder in diese Situation zurückbringen. Woran liegt das? Wie gibt's denn das? Na? Wenn das ein Thema ist, das dich beschäftigt, ich liebe das, ja, und ich unterstütze immer wieder Menschen dabei, genau da drüber zu kommen. Deswegen ist es ja auch so oft das Thema bei mir. Und ich möchte heute einfach mal drüber sprechen. Alle, die in so einer Situation sind, haben die Angewohnheit, in die Vergangenheit zu schauen und sich anzuschauen, woher kommt denn dieses Muster. Es macht total Sinn zu sagen, meistens sind das ja Kindheitserfahrungen in irgendeiner Art und Weise, die dich prägen, Traumata, mini bis riesengroß, die dich prägen. In meiner Welt gibt es noch sowas wie Stapelverletzungen, das ist ein Begriff, den ich für mich selber entwickelt habe, den ich mit meinen Klienten verwende, wo ich einfach sage, wenn du kannst die glücklichste Kindheit der Welt gehabt haben, wenn du dann ab dem Teenageralter einfach schlechte Wahlprogramme hast, schlechte Entscheidungsprogramme drinnen hast und immer wieder an denselben Typus Mensch kommst und immer wieder bestimmte Verletzungen, bestimmte Zurückweisungen erfährst, dann kann sich bei der besten Kindheit trotzdem eine Wunde entwickeln, die unglaublich tief ist und die genauso aufgearbeitet werden muss, auch wenn man jetzt in der Einzelsituation vielleicht kein Trauma findet, von dem so gern gesprochen wird. Ne? Der wichtigste Punkt ist aber, egal was dich in diese Situation bringt, dass du bestimmte Muster abspielst, ja? Es gibt Tausende von Interventionen, um mit solchen Verletzungen, egal wann sie entstanden sind, zu arbeiten. Es gibt tausende Interventionen. Aber weißt du, wann der eine Schritt ist, auf den es wirklich ankommt? Das ist der eine Schritt, an dem keiner von uns dabei ist. Das ist der eine Schritt, an dem du völlig allein bist. Und das ist der eine Schritt, an dem sich alles zeigt. Mein Beispiel ist immer das gleiche. Du kannst, wenn du Alkoholiker bist, unzähligste Stunden bei den anonymen Alkoholikern verbracht haben, Einzeltherapie gemacht haben und. Weißt du, wann der eine Moment ist, an dem sich's zeigt? Der eine Moment ist, wenn dir auf einer Party jemand ein Glas anbietet und du sagst, nein, danke. Das ist der Moment.
Und aus irgendeinem Grund hat sich irgendwie diese Vorstellung entwickelt, wenn ich Therapie mache, wenn ich an diesen Themen arbeite, dann fällt mir dieser Moment, dieses Nein-Sagen leicht. Ich weiß nicht, woher es kommt, ich halte es für eine völlige Illusion. Nein, es ist nicht leicht. Nicht beim ersten Mal. Beim 100. Mal gern. Beim ersten Mal ist es eine Riesenherausforderung zu sagen, nein. Ja, das ist nicht leicht. Und gleichzeitig ist das der Moment, an dem sich's entscheidet. Das ist der Moment, an dem sich's entscheidet, ob du hingreifst und ein altes Muster wieder bestärkst oder ob du sagst, mit all der Kraft, mit dem letzten bisschen, das du irgendwie drinnen hast, nein, danke. In dem Moment passiert der größte Lernschritt, und das sind ein paar Sekunden, und das ist der größte Lernschritt, der 1000 Stunden Therapie wegwischt oder bestätigt. Ja? In dem Moment besteht der größte Lernschritt, das größte Lernpotenzial. Wenn du Nein sagst, brichst du ein Muster, das möglicherweise jahrzehntelang ist. Du lernst etwas auf einer unbewussten Ebene. Du programmierst etwas auf einer psychologischen Ebene für dich. Du überwindest dein Nervensystem, das ja darauf gepolt ist, eine bestimmte Handlung auch zu bringen. Du überwindest Programme in deinem Hirn, die darauf programmiert sind, sich eigentlich so zu benehmen, wie du es früher gemacht hast. Ja? Das heißt, du trainierst deinen bewussten Verstand auch, und es verändert sich dein Selbstbild, es verändert sich dein Gefühl für Selbstwirksamkeit, das du über dich selber hast. Und. Ja? Die Lerneffekte sind riesengroß mit einer einzigen Handlung. Und das ist, wenn du das erste Mal in der Praxis damit konfrontiert bist, ein altes Muster zu überwinden. Und deswegen reicht es auch nicht, nur Therapie zu machen, weil du kannst diese alten Dinge tausendfach bearbeitet haben. Das Leben, das Universum wird dir so eine Situation irgendwann wieder präsentieren. Sie kommt wie das Amen im Gebet. Ja? Und dann ist der Moment, wo sich's zeigt, weil das eine ist die Ursachenbehebung. Aber was du brauchst und was ganz viele Menschen vergessen ist, du hast ja ein Verhaltensmuster, das drüber gelegt, drüber produziert, das dir hilft, mit dem, was da unten drunter gelegen ist, umzugehen. Und selbst wenn der Grund da unten wegfällt, hast du ein Verhaltensmuster eintrainiert, das ja noch immer da ist. Und mit diesem Verhaltensmuster musst du brechen. Und mit diesem Verhaltensmuster musst du, oder dieses Verhaltensmuster, so muss ich sagen, musst du überwinden. Dann ist der eigentliche Lernschritt getan. Na? Und bitte, romantisiert das nicht. Ich habe das so oft, dass Menschen mir sagen, jetzt habe ich so viel Therapie gemacht zu diesem Typ Mensch, diesen Typ Partner, dieser Partnerin, dass mir sowas nicht mehr passiert, und dann lerne ich 3 Monate später dasselbe in Himmelblau wieder kennen. Das muss mir doch jetzt der Himmel geschickt haben. Das muss doch jetzt ein Zeichen sein, dass ich jetzt mit der Situation besser umgehen kann. Nein, bitte nicht in solchen romantischen Vorstellungen verlieren. Manchmal ist das genau der Moment, in dem euch das Leben sagt, da ist eine Praxisprüfung. Ja, es reicht nicht, wie bei der Führerscheinprüfung, den Theorieteil zu machen. Du musst dich auch in das Auto setzen und fahren. Das ist deine Praxisprüfung, und das ist der Punkt, an dem du lernen musst, so hart es ist, weil es wird hart, zu sagen nein. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Der Wein mit der Pille ist in dem Pokal mit dem Portal. Na, wer den Hofnarr noch kennt, weiß, wie leicht es ist, sich in solchen Verirrungen dann zu finden. Ein Film mit Danny Kaye, ich liebe ihn. Wer was zum Lachen haben will, soll nur die eine Szene mit dem Fächer, mit dem sag ich selber schon falsch, mit dem Becher, mit dem Fächer suchen. Ja, 4 Minuten Lachen, großartig. Mir war das ganz wichtig, das zu bringen. Es hilft nicht nur, an der Ursache zu arbeiten, du musst auch das drübergelegte Verhaltensmuster umtrainieren.
Dabei begleite ich dich gerne. Meine Praxis ist, wo du bist. Wir können uns die Ursachen und die drüber liegenden Muster anschauen. Wir können das verändern. Es ist oft gar nicht so schwer, wie du glaubst, wenn du dir dessen bewusst bist, dass es eben diesen einen Schritt braucht, wo du echt so wie am 10-Meter-Brett stehst und sagst, ich halte mir die Nase zu und ich springe jetzt trotzdem, ja? Und ich mache es jetzt einfach. Ich helfe dir. Meine Praxis ist, wo du bist, und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und in der Zwischenzeit freue ich mich auch, wenn du und du und du mir in die Kommentare schreibt, wie geht's euch mit Mustern? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ihr alte Sachen aufgearbeitet habt und dann ist es euch trotzdem immer wieder begegnet und ihr habt euch schon gefragt, so, oh, what the F, warum bin ich schon wieder hier? Ja? Und was habt ihr vielleicht auch als hilfreich empfunden? Was hat euch geholfen, über diese Situation hinauszukommen? Und zu guter Letzt, wenn es Themenwünsche gibt, wie immer, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe. Bis bald.